Das ist die Sondereinheit Argus. Zum Zug kommen wir, wenn andere Mittel nicht mehr reichen. Sie kommen dann zum Einsatz, wenn das Risiko und Gefahr besonders hoch ist. Und sie sehen definitiv nicht nur krass aus, sondern sie sind es auch. 2019 sind sie an der Combat Team Conference, das ist so etwas wie die Olympiade der Spezialeinheiten, aus über 44 Sondereinheiten erste wurden. Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas mal sage, aber ich kann sie dafür einen Tag lang begleiten. Und zusammen mit ihnen ein Nahkampftraining absolvieren und bei einem Übungsszenario nicht nur zuschauen, sondern der Täter sein. Guten Morgen, wir sind heute bei der Capo und wir sind heute haben wir die Ehre, mit der Spezialeinheit mit dabei zu sein. Und wie das Ganze wird aussehen, das wissen wir noch nicht. Aber es wird definitiv sicher ein bisschen Action geladen. Ich hoffe, ich überlebe es. Also heute steht auf dem Programm persönliche Sicherheit. Das heisst bei uns alles, was mit Selbstverteidigung, waffenlosen Techniken zu tun hat. Und im zweiten Teil Training mit dem sogenannten Destabilisierungsgerät oder Taser, dass wir dort die taktischen Aspekte mit dem Taser trainieren. Genau. Er will unbedingt mitmachen. Schnappen. Ja. Und dann machst du einfach mit. Wir sind wirklich in den Box-Basics. Darum sollen unsere Leute nicht nur einfach ein bisschen schlönen, sondern dass sie auch ein bisschen Körpermechanik lernen. Ich weiss, dass du sportlich und fit bist. Wie viel in diesem Bereich Erfahrung mitbringst, weiss ich nicht. Aber ich weiss, dass du sicher parat bist. Von dem her probierst du einfach mit einsteigen. Gut, also Kombination. Links, rechts, links. Wie ihr das macht, das müsst ihr selber für euch ausprobieren. Mal ganz locker, du musst zuerst mit der linken Hand hier drauf, mit der rechten dann hier und mit der linken wieder hier. Du stehst am besten mit der linken Hand, genau so. Und drauf. Gut, jetzt ausschnaufen nicht vergessen. Das ist etwas ganz wichtig. Das Gänzle ist zu gut, solange du nicht schlägst. Im Moment, wo du Schläge ausführst, stand stabil. Weil du musst immer davon ausgehen, dass es entweder blockt oder ausweicht und deine Schläge klären. Also im Moment, wo die Schläge kommen, stehst du stabil und dann bewegst du dich wieder. Dann kommt wieder der Schlag, bam, 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 und dann stehst du wieder, dann kannst du wieder bewegen. Wird noch mal? Heute speziell werden wir uns so auf die ganzen, wir sagen dem, aktive Techniken konzentrieren, also das Schlagen. Das, was wir als letztes Mittel brauchen, wenn wir irgendwo in Bedrängnis sind und kein Zwangsmittel einsetzen können. Also heute werden sie Boxtechniken machen, so wie man das in einem Kampfsportclub auch lehrt. Dass die Leute sich lernen, richtig bewegen, dass sie lernen, Energie umzusetzen, dass sie sich lernen, nicht zu verletzen. Du hast ein bisschen verschnaufen. Schön zusammenkommen. Und jetzt ist es wieder um das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Es ist nicht aus dem Arm heraus schaffen. Das ist ein bisschen höher, Kopfhörchen. Es ist nicht das, he? Sondern es ist das. Eins, zwei, drei, bam. Okay? Ausprobieren. Bitte, Gesichtshöhe nimmst, hilft dir da ganz viel. Das ist deine letzte Stoßstange, die du hast. Wenn mal irgendetwas ist, hast du mindestens deine Hände hier in der Höhe, dass wenn irgendetwas kommt, dass du nicht ganz vogelfrei da stehst und eins passierst. Also die Augen sind eigentlich immer hier in diesem Bereich. Das mit jedem, der ich bis jetzt gekämpft hat, so gesagt, schon gut. Ich bin nicht auswarten, ich kann schon richtig. Schon gut. Ein paar Kratzer machen nicht. Nein, das ist sicher nicht jedem gegeben. An dem hat auch nicht jeder Freude. Ich glaube, was man wirklich mitnehmen muss, ist ein riesen Mass an Bereitschaft, mehr zu machen. Wir sagen immer, wir sind nicht besser, wir sind einfach bereit, mehr zu machen. Ich muss bereit sein, einen Haufen von meiner Freizeit, von meinem Training, von auch Familienbeziehung zu opfern, in Anführungszeichen, für den Dienst. Das ist, glaube ich, die Hauptvoraussetzung, die man mitbringen muss. Gut. Ganz wichtig ist jetzt, wenn du das machen willst, dass du hier unten deine Ellbogen zusammentriffst. Ja. Weil wenn du das nicht machst, dann rückst du einfach unten raus. Ja. Und ich wollte ja, dass die Technik, die wir hier hergehen, und da ich so das kontrollieren. Aber jetzt kannst du dich hier wegführen, sagen, bleiben sie ruhig, wenn ich das nicht mache. Dann rutschst du mir einfach weg und dann sind wir wieder gleich weg. Also das ist mega wichtig. Dann wäre es das Ziffer erste Teil. Du bist
dich nachher in diesem Raum aufhalten. Ja. Du kommst Schutzausrüstung über, das sind dicke Jacken, du kommst einen Helm über und du kommst ein Messer über, eine Trainingswaffe. Ja. Das heisst, deine Rolle wird ein klassischer Schnittwaffe, Stichwaffentäter. Mhm. Dann ist es so, es kommt kein Strom auf die Pfeile. Die holen dich mal. Zum Zug kommen wir dann, wir sagen aber dann, wenn andere Mittel nicht mehr reichen. Der grosse Unterschied zum Uniformpolizist im normalen Dienst haben wir vor allem anderes Material. Wir haben in erster Linie mehr Ausrüstung. Sei das Schutzausrüstung, sei das aber auch Zwangsmittel, haben wir mehr Möglichkeiten, als der Uniformpolizist hat. Und die Ausbildung ist ein bisschen intensiver. Das heisst, in dem Moment, wo die Uniformpolizei an einer Situation sagt, hey, jetzt haben wir nicht die Mittel dazu, uns zum Beispiel entsprechend zu schützen, oder wir haben nicht Mittel, um die Situation zu einem guten Ende zu bringen, dann soll die Sondereinheit zur Verfügung stehen. Dann schaue ich, dass ich die Phasenschütze darauf einwirken kann, dass er auf deinen Oberkörper geht und nicht auf deine Beine. Weil deine Höschen, deine Tränen und deine Beine können wir nicht abhalten. Also, wir würden unser erstes Szenario starten. Tötet das Messer weg oder setzt den Taser ein. Taser, Taser! Zugriff, Zugriff! Hören Sie mich? Ja. Okay, geht's mit Schnaufen? Ja. Ganz ruhig bleiben. Okay, die Ambulanz ist unterwegs. Schauen Sie mich an. Ja, ist schon reingekommen. Gut, Übung, halt! Und, wie ist das Gefühl? Oh, Venenhose nochmal. Leg mal schnell am Boden wieder, auf den Bauch. Das ist gemerkt, vorher bist du auf dem Bauch gelegen und eigentlich da so drauf liegen, ist ein Problem, oder? Ja. Weil wenn wir jetzt, vorher hast du gesehen, hast du noch mehr Gewicht drauf, ja, oder? Und dann sind es zwei drauf und wenn jetzt du eine Ewigkeit so liegst, genau, oder? Dann durch den sie so schnell wie möglich auf die Seite, oder? Wäre alles gut? Nicht ernsthaft kaputt? Nein. Gut. Gleiches Vorgehen, kurzes Wort zu der Intervention. Hey, gut ausgesehen. Von deiner Seite sagen, wie war das, wo nachher du angesprochen worden bist, bis und mit der Fesselung? Für mich jetzt eben, als jemand, der noch nie mit dem irgendwie einen Berührungspunkt hat, schon wenn die Türen aufgehen und ihr reinkommt, dann ist so, dann geht der Puls schon schnell auf. Und nachher, ich hatte das Gefühl, ich hatte also keine Chance, irgendwie irgendetwas zu machen. Also ich habe gesagt, ihr sollt abhauen, aber dass irgendjemand geht. Und als Opfer, nachdem dass ich getasert wurde, ja, habe ich mich also nicht jetzt irgendwie gefühlt, dass ich irgendwie komplett zu Boden gemacht wurde, sondern dass man schon geschaut hat, dass ich jetzt nicht dass ich eben kann schnaufen, dass mir geblättet wurde. Würde ich als Opfer schon noch schätzen. Ja, ja, ist auch für uns ein wichtiger Punkt. He. Darum auch das Ambulanzaufgebot übrigens, das nachher sauber vom Blinker her, von der Information gekommen ist, Standard. Es gibt eine Ambulanz, die, auch wenn dir nichts passiert ist, wir können checken, ob alles in Ordnung ist. Ein wichtiger Punkt, auch für die Leute draußen zu verstehen, ist, dass auch wenn wir wahnsinnig martialisch auftreten im ersten Moment, dass wir ein extrem verhältnismäßiges Mittel sind. Weil die Leute mehr Ausbildung haben, mehr Trainingszeit haben als der Uniformpolizist, haben sie auch besser die Möglichkeit abzuschätzen, was braucht es, um eine Situation mit einem Täter zu einem guten Ende zu bringen. Und die Tatsache, dass wenn wir zum Einsatz kommen, immer sehr wenig kaputt geht und sehr wenig Verletzungen entstehen. Das ist etwas, wo ich gerne der Öffentlichkeit würde sagen, dass wir eben nicht die sind, die einfach alles kaputt machen und jeden umhauen. Wir haben die Möglichkeit, intensiver einzuwirken, brauchen es aber schon rein deshalb oft nicht, weil schon das Gespür vom Vis-à-vis sagt, hey, okay, ich lasse es lieber sein, weil es kann gröber werden. Und ich glaube, das führt oft zum Ziel. Gehst du am Anfang hier hinten? Ja. In diesem Bereich musst du auch nicht ganz so super gut gesehen sein am Anfang. Du hast am Anfang das Messer in der Hand. Ja. Du sagst eben, die Gleichen hauen ab und ich schlitze euch auf irgendetwas und dann werden sie genau gleich dich wieder ansprechen. Und dann sagst du, okay, das ist mir doch zu heikel. Bei diesem Bereich sagst du, okay, ist gut, leist das Messer am Boden. Dann wirst du Anweisungen bekommen. Dann wird es heissen, knien sie am Boden, liegen sie am Boden. Und da machst du nicht, ja, sondern gehst mit bloßen Händen auf sie zu. Ist gut. Also, machen wir so. Gut,
die Polizei, die die Hände sehen. Geht weg! Messer weg! Messer weglegen! Messer am Boden! Jo, jo, jo! Jawohl! Legen Sie das Messer weg! Geht weg! Zugriff, Zugriff! Geht's noch mit Schnaufen? Haben Sie noch immer Schmerzen? Nein. Das ist gut, Übung, halt! Geben wir nachher Peter noch eins Wort. Er hat den Auftrag gehabt, das Messer abzulegen und nachher in seiner eigengewählten Art auf euch zukommen. Ich habe es sehr gut gefunden, wie er es gemacht hat. Er ist jetzt sehr zögerlich, so wie wenn er sich ergeben auf euch zukommen und hat aber den gleichen so ein bisschen anfangen zu handeln. Und dann haben wir nicht lange gemacht. Die zwei Zugreifer haben ihn gepackt. Es war ein bisschen anders gewesen. Du hast dich entschieden, wie du auf sie zukommen. Ich weiss nicht, was du für Gedanken hast. Also ich persönlich einfach gewartet, okay, jetzt irgendwann rumpelt es einfach. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich war nachher mega nahe gewesen, bis dann etwas passiert ist. Ja, aber wo dann der Zugriff dann war, also wäre irgendwie von einer 3-Meter-Welle erfasst wurde und dann bin ich plötzlich am Boden. 3-Meter-Welle. Mal so hautnah bei einem Training von der Sondereinheit Argus dabei zu sein, ist glaube ich ein Bubentraum für sehr viele. Ich würde lügen, wenn ich würde behaupten, dass ich nicht nervös war. Und ich bin froh, dass ich es aus dem ganzen Training geschafft habe mit einem Loch in der Trainerhose und nur einem kleinen Kratzer. Danke der ganzen Sondereinheit, dass wir so einen speziellen und einzigartigen Einblick haben dürfen mit der Kamera festhalten.